Deutschland ist durch Legendenbildung in den Zweiten Weltkrieg und vorher in die Nazi-Katastrophe gerutscht und wir erleben im Augenblick auch eine Legendenbildung, das heißt, die ist schon abgeschlossen und die Katastrophen sind auch schon da. Diese Legendenbildung besteht darin, dass jeweils die Fachleute das Falsche gesagt hätten. Das ist also eine Lüge, die gern von den Grünen verbreitet wird, weil deren ganzes Lügengebäude darauf beruht. Die Wahrheit ist, dass Fukushima nur passiert ist, weil die Oberbonzen aus der Politik und die Oberbonzen dieses Unternehmens die Warnungen ihrer Fachleute ignoriert haben. Die wollten ein paar hundert Millionen Dollar sparen, Milliarden, entschuldigen Sie bitte, Milliarden. Und ein paar hundert Millionen sparen. Und dafür sind sie dieses Risiko eingegangen in einem Gebiet, in dem aus früheren Jahrhunderten eine Warnstein war. Bis hierhin, 14 Meter etwa, ist der Tsunami so und so gekommen. Wenn man in diesem Gebiet ein Kernkraftwerk so auslegt, dass es nur Tsunamis von 3 Meter Höhe aushält, dann haben die Fachleute eben gesagt, 3 Meter Höhe hält es aus. 14 Meter, dass es 14 Meter aushält, haben die Fachleute nicht gesagt. Nein, und dass es 14 Meter Tsunamis geben kann, wusste man also mit Sicherheit. Hier ist ein bewusstes Risiko eingegangen worden. Die Erklärung der Grünen ist falsch. Genau das Gleiche gilt für Tschernobyl. Tschernobyl ist nur passiert, weil die sowjetischen Oberbonzen der Partei die Warnungen ihrer eigenen Kernenergiefachleute ignoriert haben. Die brauchten den Strom und da war ihnen alles Schnurz, habe ich in einem ausführlichen Beitrag genau dargelegt. Und das gleiche Thema, deswegen ist es sehr akut, erleben wir nun beim Euro. Auch beim Euro haben Wirtschaftsfachleute gewarnt, genau vor dem, was jetzt passiert ist. Wäre eigentlich diese Vertragsbrüche, die ja zur Katastrophe des Euro geführt haben, wären eigentlich Aufgabe der Politik, diese vorherzusehen, nicht? Welche Verträge, wann, in welchen Situationen hält ein Land noch ein. Und, aber auch hier muss man sagen, ist eigentlich die Wirtschaftswissenschaft über ihre eigentliche Aufgabe hinausgegangen. Zum Beispiel Willy Hanke hat eben vorhergesagt, das endet in der Transferunion. Diese Verträge werden gebrochen werden. Es war die Politik, die das alles falsch eingeschätzt hat. Nun war, müssen wir ja ehrlich sagen, die Politik, also Kohl damals in einer Zwangslage, die deutsche Einheit wäre möglicherweise ohne die Zusage zum Euro nicht zustande gekommen. Das war also die Situation. Nur eines muss man eben festhalten, die Fachleute haben das Richtige gesagt. Und wir können es uns als Hightech-Exportnation nun wirklich nicht leisten, dass wir erklären, unsere Fachleute sind also ein bisschen bescheuert, die können die Dinge nicht richtig einordnen. Nicht? Was unser Finanzsystem angeht, da muss man kein Wirtschaftsfachmann sein, um zu wissen, dass dieses Finanzsystem jederzeit zusammenkrachen kann. Nur, was wollen Sie machen? Das Abschaffen alleine geht nicht. England weigert sich, USA weigern sich, bei anderen weiß ich es nicht, China wahrscheinlich auch. Und wir alleine können also nicht aussteigen. Unser Geld ist, Sie können mit diesem angeblich virtuellen Geld, von mehreren Billionen, was da um den Erdball kreist, können Sie auch ein Haus kaufen. Das kann man eben nicht unterscheiden. Wir leben in dieser Situation, dass jederzeit also ein Zusammenbruch erfolgt. Und das müssen wir also vernünftig mit in unsere Berechnung einbeziehen. Und dafür brauchen wir also Fachleute und nicht die Politiker, die also von Tuten und Blasen bei Einzelheiten in der Regel keine Ahnung haben können. Denn die müssen sich ja um alles kümmern, auch um Kindertagesstätten, um Erziehung, um pädagogische Fragen.
und so weiter endlos. Die können natürlich zu solchen Spezialthemen gar nicht ausreichend informiert sein. Wenn wir jetzt also unsere Fachleute nun auch noch verteufeln und die generell als bescheuert hinstellen, dann graben wir uns selbst unser Grab. Ist schon passiert. Wir haben den Supergau von Fukushima, also immerhin drei- oder vierfache Kernschmelze. Das war also vor Fukushima unvorstellbar, eine unvorstellbare Katastrophe. Wir haben bisher null Tote. Das soll so etwa 40, 50 Milliarden kosten. Na, sagen wir ruhig, kostet 200 Milliarden. Was uns die Energiewende kosten wird, sind letzten Endes 4.000 Milliarden, wenn wir es durchziehen. Das wird nicht funktionieren. Wir werden vorher in die Knie gehen. Das kündigt sich ja jetzt schon an. Nach 2 Jahren Energiewende sind die Kosten von Strom so explodiert. Und nach der Wahl warten Sie mal, was da auf uns, auf Sie zukommt, wie Ihre Stromrechnung in die Höhe schießt. Die Vorhersage der Grünen, die eben generell auf Lügen basiert, war ja, also irgendwann fing es an damit, Herr Trittin, also es kostet so viel wie ein Sahneeis pro Bürger im Jahr. Und das ging dann zur Zeit, als die Energiewende beschlossen wurde, lag man bei 23 Euro. Jetzt liegt man offiziell bei 250 Euro. In Wahrheit werden es wahrscheinlich längst 500 sein. Wir wissen ja nicht, welche Photovoltaikdächer nun inzwischen wieder in Panik zugebaut worden sind, weil die Leute Angst haben, die Förderung läuft aus. Es ist bisher noch jedes Jahr so gewesen, dass die Politik völlig überrascht war, nicht? Obwohl es eigentlich ihre Aufgabe wäre, sowas einzuschätzen. Die waren also völlig überrascht, wie viel nun wieder dazugebaut worden ist, ein viel mehr, als man erwartet hatte. Aber sie ist eben nicht in der Lage, eine Bremse da einzuziehen. Warum? Weil Rot-Grün in den Ländern sich weigert, dieses verheerende, dieses selbstmörderische Gesetz zu ändern. Die müssen da also ihre Klientel, das sind ja Gläubige, das ist eine Heilslehre, das ist die neue Religion. Und da kommen sie mit Vernunftargumenten gar nicht gegen an. Im Übrigen sind die Grünen sowieso nicht interessiert, dass Deutschland also reich bleibt, denn reich ist ja ein Witz, nicht? Wenn Sie die persönlichen Vermögensverhältnisse sehen, dann haben die Franzosen dreimal so viel wie wir und die Italiener also auch mehr als das Doppelte. Das ist ja alles ein Scheinreichtum. Unser Wirtschaftsleben funktioniert und die öffentlichen Einrichtungen funktionieren, aber das Vermögen der einzelnen Personen ist also lächerlich und wird durch die Energiewende also möglicherweise im Durchschnitt auf null. Wir haben jetzt zurzeit nach dieser Statistik 50.000 Euro durchschnittliches Vermögen und die Energiewende kann uns so rund 50.000 pro Person kosten, dann liegen wir also bei null. Und da kämen dann noch Belastungen durch die Euro-Rettung dazu. Also es ist höchste Zeit, dass die Dinge von Fachleuten durchleuchtet werden, auch größenordnungsmäßig. Und dann brauchen wir eine Politik, die also Fachleute nicht verteufelt, sondern diese ernst nimmt. Und deswegen ist die AfD zwingend erforderlich. Da sind Fachleute unbestritten, Eurofachleute der ersten Güte. Und sie werden ja nicht die absolute Mehrheit erringen. Also es besteht ja nicht die Gefahr, dass plötzlich Professoren, als Kanzlerkandidaten auftreten oder zum Kanzler gewählt werden wollen, hatten wir mit Ludwig Erhard auch, war nicht so richtig gut. Obwohl er immerhin, also es war ein Professor, ein Wirtschaftsprofessor, der uns das deutsche Wirtschaftswunder beschert hat. Ganz so schlecht sind Professoren nicht, wenn man ihren Theorien folgt. Und wir müssen weg von der Legende, die Grünen aufgebaut haben. Die Grünen sind für meine Begriffe ein fürchterlicher Schaden, insbesondere für Deutschland, letzten Endes aber für die ganze Welt, weil sie mit ihrer Irreführung weltweit sehr viele Bescheuerte haben, die den gleichen Wahnvorstellungen folgen.